So, mal sehen. Fallstufe 2. Ja, das ist okay so. So. Weil ich finde, das könnte mir helfen, teilweise. Weil es halt wieder ein bisschen was Let's Playen kann. Und auch mit Leuten so Kontakt habe, die vielleicht das Game gerade gemacht haben, die Interesse an das Game haben und so weiter. Und das hilft den Leuten halt, die das Game selbst gemacht haben, weil sie können halt schlecht Werbung machen. Wisst ihr, was ich meine? Sie haben halt keine Werbeeinnahmen oder sonst was, ne? Und haben nur vielleicht ein paar Forums, wo sie das so posten können, ne? Aber sonst so videomäßig vielleicht nicht so hohe Bandbreite. Okay. Wir greifen uns so normal an. Ich denke, Feuer würde die heilen. Obwohl es grüne Bomber sind. Das heißt, die ist auch Balloon. Könnte es sein, dass die irgendwie ein Gift-Attribut haben? Oder so Windattribute? Ist so eine kleine Vermutung von mir. Können wir so vorstellen. Na, guter Schaden aber. Schwertstufe gestiegen. Oh, schön. Mehr Schaden ist das. Okay, hier geht's nochmal runter. Ich bin aber neugierig. Soldat hat wohl eine sehr hohe Verteidigung einfach. Boah, der macht Schaden. Okay, so ist die Verteidigung auch nicht. Kondition ist gestiegen. Schön. Ich gucke einfach mal so spontan. Entschuldigung, es hätte aber sein können, dass... wie heißt es? Oh, schön. Dass... jetzt habe ich so einen Hänger. Dass eine Kiste in einen der Räume drin sein könnte. So. Dieses Mist die ganze Zeit. Das nervt ein bisschen. Braucht keine zwei Heiler. Oder keine zwei Magier. Ein Magier, eine Magierin, das reicht mir vollkommen. Oh. Ach, komm, hier, Blitz, zapp und weg, ey. Ah, so, jetzt. Komm, guter Schaden. Ja? Blitz hat an dem mehr Schaden gemacht. Würde eigentlich auf Wasserattribut zutreffen. Oh, das ist schon eine sehr lange Höhle. Aber wir können es noch einen ganz gut heilen, weil unser Kahai hat sehr viele MP noch. Unser Menu hat auch noch sehr viel MP. Also wir werden hier schon jetzt irgendwie drauf gehen. Denke ich. Na? Guter Schaden. Super, super. Weil ich wollte auch mal so ein RPG-Maker-Projekt machen. Das war halt auch was ganz Besonderes. Das war ein, wie nennt man sowas? So eine Art Novel. Kann man Novel schon dazu sagen? Novel? Wenn das nichts so sagt, das sind halt Games, wo man so... Also man kennt das auch unter Dating Games. Hört sich doof an, aber man kennt es so unter Dating Games, wo man praktisch... wo man... Wie erklärt das? Wo man halt eine Story hat und immer so verschiedene Antworten geben kann, dann andere daten kann und so. Oh fuck, er greift ihn an. Ja, zum Glück ist eine Flasche. Aber darauf hätte ich wirklich Bock, so, weil ich mir das beschreiben soll. Dieses Format dann mit den RPGs.
Wo wir noch ein passenden Namen zu einem von irgendwas mit Amagi und so. Weil ich bin halt Amagi und ja. Ja, ja. So ist das halt hier. Scheiße. Angriffsvorteil. Super. Nur blöd, dass halt die restliche Gruppe halt irgendwie nicht so angreifen kann. Also halt nur halt der Firion, der Gihai. Ein komischer Name einfach. Na, ja, 3 Schaden, okay. Oh, der Schaden wird besser bei Firion. Ja, schlag Fuß auf ihn ein. Macht das wohl. Ja, das misst er schon. Aber Firion ist. Er ist immer der Held hier. Er ist der Held. Boah, hier ist ganz schön viel gestiegen. Greift einfach an hier. Greift an. Und es ist irgendwie so kalt. Oh, was ist das denn hier? Firion, was ist mit dir denn los? Nur ein Gegner in dieser Runde besiegt. Ja, hau bitte ab, ey. Der Schaden. Ja, ist auf einmal. Vielleicht hat er nicht so getroffen, weil er hinten stand. Man weiß nicht, er stand ja eigentlich halt mehr hinten. Aber Mist ist wirklich hier sehr krass, finde ich gerade. Wieder Schwertstufe gestiegen. Stufe 4. Bin aber auch schon längst. Okay. Oh Gott. Oh Gott, nein. Zombie? Aber die schaffen wir so schon. Wir könnten eigentlich unser Menü... Können wir eigentlich, warte mal, ich will was probieren. Aber ich glaube, Kai, ne? Nee, Peter? Ha! Ja. Wenn man einen Heilzauber auf den Gegner spricht oder so, eine Phönixfeder, ne? Dann, macht den Gegner das Schaden. Ich weiß nicht, ob das hier geht. So kann man einige Bosse wirklich mit einer Phönixfeder oder dem Zauber Engel one-hitten. Ah, der sowas hier rausballern manchmal, ey. Nice Gott, das Tier. Bitte befreit uns. Meine Lunge ist ganz verdreckt. Bitte befreit uns. Befreit uns! Befreit uns! Wer bist du? Paul! Firion und Yandan, ihr seid unsere Rettung. Besten Dank, Jungs. Die auch, Marie. Das ist Josefs Tochter, Nelly. Borgen. Nelly Borgen. Nee, Nelly. Borgen, dieser Dreckskerl, hat sie entführt und als Geisel festgehalten, um Josef zu erpressen. Ihr sollt Prinzessin Hilda das in Betrüger bringen, ja? Dann seid ihr bei mir goldrichtig. Ich habe so meine Beziehung und wusste, dass ihr das Mithril hier finden und wolltet euch zuvorkommen. Hätte bestimmt eine satte Belohnung gegeben. Nur bin ich selbst in eine Falle getappt und saß hier fest. Verdammt! Wie auch immer, ich werde mit den Gefangenen hier das Weite suchen, okay? Wir sehen uns. Okay. Ah, hier geht's weiter, oder wie? Zum Obermacker. Ja, ganz nett und so, aber wir gehen erstmal nach unten hier.
Da ist nämlich eine schöne Truhe, die es haben will. Geht sogar noch weiter nach unten. Ein bisschen Gil. Gil ist immer gut. Geld regiert die Welt.